Herzlich willkommen in der Episode 43 des LernOS On Air Podcasts. Heute eine besondere Episode. Ich werde nämlich nicht der Fragesteller sein, wie üblich, sondern wir machen Podcast auf Augenhöhe und ich sitze hier bei Sabine Kluge und wir werden uns das Thema LernOS und WOL mal vornehmen. Grüß dich, Sabine. Hallo. Wie üblich im Podcast würde ich am Anfang sagen, die meisten werden dich ja wahrscheinlich kennen, insbesondere die aus der Szene, die so ein bisschen die Missverständnisse, über die wir heute sprechen wollen, mitbekommen haben. Aber es gibt bestimmt auch ein paar, die dich noch nicht kennen. Einfach, dass wir mal kurz gucken, wie du zu dem Thema gekommen bist, zu dem wir heute hier sitzen. Ich weiß, wir haben so ein bisschen über Kreuzbiografie. Du kommst aus Bayern, jetzt sind wir hier in Berlin. Ganz genau. Meine Eltern oder mein Vater ist aus Berlin, ich bin jetzt in Bayern, umgekehrt. Und man sieht in deinem LinkedIn-Profil, du warst lange bei Siemens, seit 2 Jahren oder 1,5 Jahren selbstständig mit Kluge und Konsorten. Erzähl doch da mal ein bisschen zum Einstieg, wie du hierher und zu WOL dann auch am Ende gekommen bist. Das mache ich sehr gerne. Du hattest ja vorher gesagt, so ein paar biografische Stationen. Ich komme aus Bayern, aus einem kleinen Dorf und als Mädchen muss man da nicht unbedingt studieren. Meine Eltern haben dann beschlossen, dass ich irgendwann mit mittlerer Reife von der Schule abgehe. Und ich habe eine Ausbildung gemacht als Zahnarzthelferin und habe dann gedacht, so okay, wenn es das gewesen sein soll, dann ist ja eigentlich fast das Leben zu Ende und ich muss vielleicht nochmal was anderes machen und habe dann relativ schnell beschlossen, das Abi dann nachzumachen auf dem zweiten Bildungsweg und dann Wirtschaftswissenschaften studiert mit dem Schwerpunkt Unternehmensführung. Strategie kam damals so auf in den Anfang 90er Jahren als Thema. Der Porter hat uns alle beeinflusst mit seinen strategischen Modellen und das fand ich halt hochspannend. Dann habe ich relativ schnell als Studentin bei Siemens angefangen, in der Fertigung, in der Nachtschicht, im Akkord, in München-Obersendling. Habe aber in Berlin studiert und in Dublin, also bin da auch relativ viel rumgekommen als Studentin und habe dann irgendwann beschlossen oder wollte eigentlich ganz gern bei Siemens dann auch anfangen in der strategischen Planung. Habe allerdings nach meinem ersten Studium dann nochmal Wirtschaftspädagogik und Anglistik drangehängt und parallel dazu dann bei Siemens in der strategischen Planung begonnen. Und es lief dann so ein paar Jahre nebeneinander her bis zum ersten Staatsexamen als Lehrer und dann habe ich irgendwie mich aber für Siemens entschieden und bin da geblieben. Ja, und irgendwann zwischendrin habe ich mal eine Startup gegründet mit ein paar Leuten, bin deswegen aus Siemens raus zur Dotcom-Zeit, also eine sehr, sehr prägnante Phase meines Lebens 1999. Das war dann 7-Monats-Ausflug oder so, glaube ich? Ja, 9 Monate, glaube ich, waren es. Also es war eine ganz irre Zeit. Wir waren auch furchtbar stark gefundet von einem Venture-Capital-Geber und haben uns da gefühlt wie die Könige, irgendwie 2,5 Millionen Mark ausgeben zu können. Das haben wir dann auch relativ schnell geschafft und relativ schnell war diese Episode dann auch sehr lehrreich zu Ende gegangen und ich habe den Wunsch verspürt, eigentlich wieder festen Boden im Konzern zu finden und bin dann zurück zu Siemens als Learning Manager, könnte man wahrscheinlich sagen. So Akademie-Thema ist ja in Unternehmen ein relativ junges Thema und Siemens hat da gerade den Learning Campus aufgebaut und hat alle Lernaktivitäten unter einem Dach subsumiert und da hatte ich das Vergnügen, dann in dem Bereich Finance und dann Strategy mal loszulegen, um da also Programme zu entwickeln. Das entsprach auch so ein bisschen meiner Pädagogik, Erwachsenenbildung, Vorbildung, die ich da mitgebracht habe und die eben auch umzusetzen. Das war immer München gewesen, oder? Ja, meine Heimat sozusagen, also wir haben immer zur Corporate HR gehört in München, aber ich durfte, und das war halt schon sehr, sehr, der Zeit voraus, ich durfte immer in Berlin sitzen, was irgendwie auch nachvollziehbar war, weil ich durch diese Aufgabe eigentlich permanent unterwegs war. Insofern war es eigentlich relativ egal, wo ich saß und irgendwann wird es dann so zur Marotte, dass man halt nur noch in die Zentrale fährt, wenn man wirklich muss, ne? Weil man ansonsten halt sehr konzentriert arbeiten kann im Homeoffice oder eben unterwegs und das habe ich sehr genossen, viele Jahre. Und dann im 2018, irgendwann Mitte 2018? Ja, 2018, ein bisschen früher kam irgendwie so der Wunsch auf, war es das jetzt gewesen? Irgendwie kommt dann die 50 immer näher und du sagst dir halt, was kommt denn jetzt noch? Und vielleicht muss ich mich nochmal verändern. Das macht einem so ein Konzern nicht wahnsinnig einfach, weil, also wenn halt alles irgendwie so irgendwie passt, ja, ich sag dann immer wie in so einer eingefahrenen Ehe, wo es dann irgendwie nicht mehr alles super ist, aber irgendwie ist es auch in Ordnung. Da fällt der Ausstieg so sehr schwer, aber irgendwie hat es mich dann halt doch nochmal gepackt und ich habe mich entschlossen auszusteigen und da kommt dann eigentlich unser gemeinsames Thema heute schon zum Tragen, nämlich das Thema Working Out Loud, das mir dabei
persönlich auch sehr, sehr geholfen hat. 2016 habe ich irgendwann eine E-Mail an den John Stepper geschrieben und habe gesagt, ich habe gehört von meinem Mann, vom Alexander, du bist irgendwann im Juli in Berlin und ich finde das Thema wahnsinnig spannend, soziales Lernen. Ich habe mich, hier liegen die Bücher von der Jane Hart rum, ich habe mich also mit sozialem Lernen beschäftigt und habe nicht so richtig verstanden, also was ist denn da jetzt anders als Learning on the Job? Ich habe dieses Konzept also in der Praxis nie erlebt und habe dann irgendwie gedacht, ah, Working Out Loud, das ist, glaube ich, sowas wie soziales Lernen. Vielleicht kann ich mir das mal aus der Nähe anschauen und habe dann eben den John Stepper angeschrieben und gesagt, Mensch, wenn du da in München bist, kannst du nicht bei uns auch mal vorbeikommen. Und da haben wir uns dann tatsächlich auch getroffen, ein legendäres Biergarten-Meeting. Ich habe dann die Claudia Meyer noch dazu gefragt, ob sie da Lust hat, mit der war ich schon eine Weile im Kontakt, ob sie dazu Lust hat mitzukommen, und dann haben wir uns da zusammengesetzt und haben also über die Möglichkeiten von Working Out Loud bei Siemens gesprochen. Am nächsten Tag gab es dann ein legendäres Treffen, wo wir uns, glaube ich, auch zum ersten Mal gesehen haben, wenn ich richtig... Bei Microsoft, das zweite Treffen der deutschsprachigen Genau, Community. Da hatte der Ragnar, glaube ich, eingeladen nach Unterschleißheim, und da waren sie dann alle. Also alle, die man heute auch so ein bisschen kennt aus dem Umfeld, waren dann da. Der Lukas, noch ein ganz, ganz junger, frisch gebackener Manager bei Daimler. Genau, dann die Kater natürlich, die eigentlich, glaube ich, ein Jahr vorher schon mit dem Thema Woll eigentlich angefangen hat, und die Babs, die eigentlich eine der also Stunde Null und vorher, ne, von der Deutschen Bank, und wie wir sie alle so kennen. Genau, es gab, glaube ich, im Jahr vorher, im Mai oder Juni, war dieses erste Treffen der deutschen Volt-Community bei der Deutschen Bank. Ich glaube, ich dachte, das war sogar ein Jahr vorher. Nee, das war dann unmittelbar davor, ne? Du sagst 2016. 2016 im Juli waren wir alle beieinander in Unterschleißheim. Genau. Ja, und ich glaube, das war im Juni 2015. Genau, ich sage ein Jahr vorher, habt ihr euch eigentlich schon zusammengetan mit dem Thema. Microsoft war dann das zweite. Da, wo jetzt so die Überbleibsel ist, quasi diese deutschsprachige Woll-Community auf Yammer, wenn man so will, die ist damals entstanden. Genau. So, und jetzt hast du ja, das ist auch der Grund, warum wir uns heute zum Podcast treffen, so Ende Oktober, ich würde sagen, so einen kleinen Rant auf LinkedIn geschrieben. Da hat man so gemerkt, dass da sich so einiges aufgestaut hat, Dinge, die an dich rangetragen werden. Mhm. Sozusagen so im Wesentlichen die Fragestellung quasi WOL versus LernOS, was kostet da was, wie sind die Lizenzmodelle? Also ist ja vielleicht auch ganz typisch, dass in so Community, wenn irgendwie auf einmal dann Geld ins Spiel kommt, dass da solche Themen eben dann auch eine Rolle spielen. Gerade so ein Foliensatz kursiert, wo Dinge draufstehen, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, was da die Vorgeschichte war. Also was hat zu diesem Post geführt? Und was sind so für dich da die großen Schmerzpunkte quasi dahinter? Zuerst mal möchte ich gern sagen, also es gibt ja Unternehmen, die schieben halt irgendein Geschäftsmodell an die Rampe und ziehen das generalstabsmäßig durch, strategisch auf irgendeine Art und Weise. Und das kann man ja bei Working Out Loud nicht sagen. Ich glaube, der John hat mit ganz viel Herzblut dieses Programm entwickelt, das sich ja speist aus Übungen aus anderen Umfeldern, die aber so intelligent zusammengeknüppert sind. Und also ich selber habe einfach so viele Jahre Didaktiklösungen gebaut. Ich weiß, dass die große Kunst, es ist eine ganz, ganz hohe Kunst eigentlich, also so eine Übungsfolge und so eine Story hinzubringen, die einen logischen roten Faden eigentlich durch so ein Thema zieht und tatsächlich auch so einen aufsteigenden Content, wo du Leute da triffst, wo sie sind, und sie aber dann mitnimmst auf eine andere Ebene. Da steckt eine ganz, ganz große Leistung drin, und das ist dem John mit dem Lernprogramm gelungen. Und dann, glaube ich, kam irgendwann die Idee, davon könnte man ja leben. Also ich würde so ihn einschätzen als jemand, der das vorher vielleicht in der Form gar nicht so richtig vorgedacht und strategisch durchgestylt hat. Ja, irgendwann kam er dann mit verschiedenen Ideen und Gedanken, wie er vielleicht um diese Idee herum einerseits der Community das Material zur Verfügung stellen kann für
ja, pro bono, aber andererseits für sich selber, also im Rahmen von irgendwelchen Consulting-Elementen oder anderen Lernmodulen vielleicht eine Möglichkeit findet, ich sage jetzt mal Umsatz zu generieren oder einen Lebensunterhalt zu generieren, was ich, glaube ich, ganz, ganz legitim finde. So, wahrscheinlich auch nicht unüblich, dass es sich entwickelt hat, weil wenn man seinen Blog, den kann man recht weit rückwärts lesen, da sieht man ja, dass quasi die Wurzeln da liegen, dass er das als ein, ausgehend von einem Halbtagesseminar, glaube ich, in der Deutschen Bank, wo er gemerkt hat, das funktioniert nicht, um dort Jive oder MyDB, wie es heißt, als soziales Netzwerk, als ESN zu positionieren. Er dann eben über die Lean-In-Circles und dieses, man muss dauerhaft dranbleiben, ne? 12 Wochen sind besser als ein halber Tag, dazu gekommen ist, das zu entwickeln und dann ja erst die Situation kam, dass sozusagen sein eigener Job in Gefahr war und er daraus dann irgendwie ein Geschäftsmodell machen musste. Also schon allein daraus ergibt sich ja wahrscheinlich, dass das nicht von langer Hand geplant war. Ganz genau. Also das ist so ein bisschen zufällig passiert, aber es ist irgendwann passiert, dass er gesagt hat, Mensch, wie gesagt, wie kann ich dem gerecht werden, dass ich einerseits der Community eigentlich dieses Lernprogramm schenke, was er ja auch tut, aber andererseits für mich eigentlich Möglichkeiten finde, eben durch Leistungen irgendwie additiv eine Lebensgrundlage zu schaffen. Und ich glaube, in dieser Phase ist er eigentlich auch gerade noch, wo er eben Wege findet und andere Sachen ausprobiert, um dem irgendwie, um beiden irgendwie gerecht zu werden. Warum wir jetzt heute eigentlich so eine Situation haben, dass es, sagen wir mal, zwei, ich nenne es jetzt mal Lernprogramme vor uns haben, die im Prinzip zunächst mal, und da würde ich gern mit dir dann eigentlich auch im Dialog sein, eine ähnliche Zielsetzung, eine ähnliche Zielgruppe eigentlich ansprechen. Das liegt jetzt, kommt ein bisschen mein Gedächtnisprotokoll ja daran, dass du, glaube ich, das Thema auch sehr, sehr interessant gefunden hast. Ich glaube auch in der Phase, wo zum Thema Markenschutz irgendwie noch gar nicht so viel im Raum stand. Und du hast aber gesagt, ich habe aus meiner eigenen Erfahrung da ein paar Elemente angefügt, die ich jetzt irgendwie spannend und wichtig und relevant finde. Und du beschreibst ja immer auch deine Open-Source-Herkunft und hast halt eigentlich, glaube ich, gedacht, ich übernehme jetzt eigentlich diesen Namen Working Out Loud, der ja tatsächlich auch nicht von John stammt, sondern der ja in der Community gar nicht, glaube ich, von Bryce Williams 2010, sondern sogar schon vorher existiert hat. Genau. Thinking and Working Out Loud. Genau. Und du hast halt, glaube ich, völlig nachvollziehbar gesagt, das ist eigentlich ein super Claim, den nehme ich jetzt. Und ergänzt um Elemente heißt das für mich dann eben Woll Plus, ja, Working Out Loud damals Plus. Damals der Name, ja, genau. Genau. Und damit standen im Prinzip, jetzt kann man es wieder von Marktsicht sehen, zwei Produkte im Raum. Das eine ist eigentlich das reine Lernprogramm, das reine Selbstlernprogramm, das der John konzipiert hat. Genau. Also just standen dann zwei Programme eigentlich im Raum und ich glaube, wir haben damals schon sehr intensiv dazu gesprochen, Simon, ich glaube es war 2018, wo wir uns auf dem IOM Summit in Bonn getroffen haben und ich gesagt habe, ich glaube, es ist und auch da wieder halt einfach meine Erfahrung aus dem L&D-Umfeld, es ist wahnsinnig schwer für eine Community, eine Orientierung zu haben bei zwei Programmen, die irgendwie das Gleiche wollen und irgendwie das Gleiche können und das eine kann halt irgendwie ein bisschen mehr, aber dieses Mehr ist eigentlich relativ schwer erklärbar. Und da habe ich damals schon gesagt, ich glaube, da kommen wir irgendwann in Schwierigkeiten, insbesondere, wenn wir irgendwann argumentieren und hantieren mit, das eine kostet irgendwie was und das andere kostet irgendwie nichts, weil es Open Source ist. Und genau in diese Problematik sind wir eigentlich reingerannt. Also das war ehrlich gesagt so ein bisschen schlafwandlerisch sicher. Und die Prophezeiung hat sich eigentlich erfüllt, dass ja die Community, ich sage mal nicht die Community, aber eine der Communities oder Working Out Loud Infizierte oder Lernprogramm Infizierte eben unsicher sind, desorientiert sind, desinformiert auch sind und das führt uns dann auch direkt in diese Folien, über die wir hier ja auch nochmal sprechen können, weil da relativ viel draufsteht, was ich glaube einer Korrektur bedarf. Ja. Sollen wir erst über die Folie mal sprechen oder erst ein bisschen über die Entwicklungsgeschichte, wie wir, also wie sich LernOS entwickelt hat, wie wir zu Woll gekommen sind, wie ich das einsortieren würde? Aber sehr gerne. Das ist ja vielleicht auch nochmal eine andere Sicht auf die Dinge. Du bist ja schon viel länger in diesem Feld unterwegs. Ja. Also normal stelle ich mir den Podcast nicht vor, aber so ein bisschen die Geschichte könnte vielleicht helfen. Also
wir kommen ja aus dem Eck Wissensmanagement und lernende Organisationen, ganz ursprünglich aus der Wissensbewahrung. Mhm. Also ich habe meine Wurzeln im Fraunhofer-Institut, wo ja das Geschäftsmodell so ist, dass man Leute von der Uni einsteigt, die immer nur einen 5-Jahres-Vertrag haben, dann in die Wirtschaft gehen, was gut für die Wirtschaft ist, was für uns schlecht war, weil wir was bekommen haben, was wir Wissenssägezähne nennen. Also sozusagen jemand arbeitet sich ein sehr komplexes Thema ein, das dauert 1,5 Jahre in der Regel, bis der produktiv ist. Das letzte seiner 5 Jahre ist er auf Jobsuche, also eigentlich hat man nur 50% der Zeit irgendwie die Leute so richtig produktiv, mal ein bisschen schwarz-weiß. Und da hat damals der Professor Gehäuser, der Institutsleiter, gesagt, er möchte, dass sich jemand um dieses Thema der Wissensbewahrung kümmert. Und gleichzeitig war uns aus der Zentrale in München auferlegt worden, uns ISO 9001 prozessorientiertes Qualitätsmanagement zu zertifizieren, und da ist eben so eine Stabsstelle entstanden, was ich interessant fand und bin da reingegangen. Also habe sozusagen so Wissensmanagement aus einer prozessorientierten Perspektive gemacht. Wir haben dann, damals gab es die NoTech noch, das war so eine ganz alte Wissensmanagement-Konferenz von der Bitkom, den Ansatz vorgestellt, haben darüber Kollegen von Audi kennengelernt, die sowas Ähnliches eigentlich gebraucht haben in der Entwicklung, nicht so sehr mit dem Problem, dass sie viel Braindrain, also Verlust von Mitarbeitern hatten, sondern die haben damals hoch dreistellig Ingenieure pro Jahr eingestellt und mussten die halt möglichst schnell von Uni-Wissensstand auf Audi-Wissensstand bringen, wenn man so will. Und haben wir quasi diese Expert-Debriefing-Methodik verwendet, um von den alten Hasen implizites Erfahrungswissen zu erheben und das eben auf die Newbies zu übertragen. Das ist so die Wurzel. Ja, damals schon, du hast vorhin Dotcom-Welle angesprochen, das war natürlich riesen hip. Ich sage immer so ein bisschen schwarz-weiß gemalt, das, was in den 80er Jahren EDV hieß, hieß in den 90ern Informationsmanagement und in den 2000ern dann Wissensmanagement. Also man könnte sagen, so eine sehr technologiezentrierte Sicht auf Wissensmanagement. Ne? Es gibt so Aussagen wie Wissen als Objekt oder Brain-to-Document-Ansatz. Ne? Wir schreiben alles auf, was wir wissen, und die berüchtigte Wissensdatenbank, ganz schlimm. Ne, und das haben wir natürlich auch alles miterlebt mit Intranet-Projekten und Portalen und DMS und was es alles gab. Haben immer versucht, da den Dreiklang Mensch, Organisation, Technik hochzuhalten, ja, weil es eben nicht nur die Technik ist, sondern auch deine organisationalen Strukturen, deine Prozesse außenrum, also die Systemperspektive, aber natürlich auch die Menschdimension, also der einzelne Mensch, wo man dann über Personalentwicklung spricht, über Führungskräfteentwicklung spricht. Aber die Beobachtung war schon, dass eigentlich es viel leichter ist, 1 Million oder 2 in die Hand zu nehmen und ein Tool zu kaufen, als wirklich an Verhalten zu arbeiten. Naja, das hat dann auch dazu geführt, dass man so ab 2005 die Definition von Wissensmanagement, die einfach mal aufgeschrieben haben. Vorher haben wir sie für uns nicht aufgeschrieben. Wie gesagt, für uns ist Wissensmanagement die Führung und Gestaltung lernender Organisationen. Und haben so langsam angefangen, den Begriff Wissensmanagement ein bisschen runterzutonen, weil der einfach in vielen Organisationen verbrannt war. Ich sag mal so. Ja. Und ich finde ja auch lernende Organisation, wenn man sich diese 5 Elemente von dem Peter M. Senge anschaut, die haben eigentlich nur mit Verhalten zu tun. Ja, also da kommt das Thema Technologie oder Tools eigentlich überhaupt nicht wirklich vor. In den 5 nicht, nee. Na? Genau. Insofern. Genau. Also die sind deswegen, finde ich, spannend, weil sie über das Systemdenken, was ja die 5. Dimension ist, einfach die Organisation, aber auch die Organisation in ihrem Marktkontext mit reindenkt. Aber über so einen Ansatz eben auch wie Personal Mastery, sozusagen den Einzelnen, den Wissensarbeiter mit reindenkt. Genau. Und dann über das Konstrukt Shared Vision, sozusagen das, was in der Organisationsentwicklung so ein Kernpunkt ist, wie tariere ich Interessen der Organisation mit Interessen der Individuen aus, in so einen Aushandlungsprozess bringt. Ne? Und und dieses Ich, was du gerade sagst, ist ja immer der einzelne Mensch. Das ist das Individuum in der Organisation. Ne? Genau. Also von daher geht es eigentlich nur darum, Enabling des Einzelnen und dann letzten Endes als Team oder als Community, um zum Beispiel auch systemisch Probleme zu lösen. Ganz genau. Ne? Ja. Genau. Naja, und dann, wie gesagt, 21.12.2001, oder ich hatte es noch nicht gesagt, aber da sind wir gegründet. Da haben wir immer so am Anfang des Jahres so unsere Strategiewoche, wo wir uns überlegen, was in dem Jahr so passiert. Also wir heißt Cognion. Cognion, genau. Genau. So lang schon? Ja. Das seid ihr gerade volljährig geworden? Nee, wir wären 18, ja? Ja, im 21. Dezember diesen Jahres. Ach Gott. Genau, das spielt auch nachher noch eine Rolle, ja, genau, bei dem NOS-Projekt. Genau, also Anfang 2016 haben wir uns überlegt, 15 Jahre ist also ein bisschen ein Ereignis, haben wir auch ein bisschen größer gefeiert. Was machen wir denn da? Was sind Dinge, die uns irgendwie schon lange umtreiben, Bauchschmerzen machen? Und ein Aspekt war,
dass man einfach in Bezug auf diese große Vision der lernenden Organisation in den ganzen 15 Jahren Projekten immer überall Teilaspekte bearbeitet hat. Was weiß ich, Wiki-Projekte, Communities einführen, Wissenslandkarten machen, persönliche Wissensmanagement-Trainings. Ne? Aber so, dass jemand mal kommt und sagt, wir wollen sowohl top-down als auch bottom-up lernende Organisation werden und wir buchen euch dafür mal 10 bis 20 Jahre, so lange dauert es nämlich wahrscheinlich in der Regel, das passiert halt denkbar selten oder auch nie. Mhm. Ne? Und haben gesagt, naja, das wäre eigentlich schön, wenn wir die ganzen Fragmente aus 2.1 bis heute sozusagen mal in einem geschlossenen Ansatz bündeln, um mal zu zeigen, was eigentlich die Idee dahinter ist. Mhm. Ne, weil wir in den Projekten teilweise gemerkt haben, dass Leute in Organisationen erst 2-3 Jahre, nachdem wir angefangen haben, mit ihnen zu arbeiten, zu verstehen, was wir eigentlich wollen. Mhm. Ne, die kaufen uns ein, um Lessons Learned Workshops zu machen und das dauert, bis sozusagen diese große Idee lernende Organisation dann auch im Raum ist. Ja, und ich habe so ein bisschen Historie angefangen bei Amateurfunk über C64, Chaos Computer Club in der Open Source Community und habe gesagt, das müssen wir eigentlich open sourcen, ne, damit sich sozusagen auch so ein Learning, ne, es gibt keinen so One-Size-Fits-All-Ansatz. Siemens muss schon intern in dem einen Geschäftsbereich Wissensmanagement anders machen als im anderen. Mhm. Und Wissensmanagement für den Service sieht anders aus als für die Entwicklung. Ja, das hat man so viele Scheiternsprojekte, wo viele gedacht haben, man kauft halt so, verkauft so einem großen Konzern ein Wissensmanagementsystem und das rollt man dann aus. Ja, ja. Und rollt damit am besten noch die Kultur aus, was schon irgendwie begrifflich Quatsch ist. Aber man hat es versucht sozusagen. Mhm. Ja, und dann haben wir eben hin und her überlegt, wie könnte da der Name sein. Und in der Podcasting-Community auch aktiv, das ist so ein Ehepaar, die podcasten auf Esperanto. Mhm. Und irgendwie über den Kontext bin ich da mal drauf gekommen. Die haben gesagt, LernOS ist die Zukunft, oder Lernos, wie es heißt in Esperanto, ist die Zukunftsform von Lernen. Mhm. Und Mi Lernos heißt, ich werde lernen und Ni Lernos heißt, wir werden lernen. Mhm. Und das ist eigentlich genau diese Idee, Entwicklung von lebenslangen Lernern, lernenden Teams und lernenden Organisationen. Mhm. Mhm. Und haben angefangen, einen Leitfaden zu schreiben, der hieß damals noch Handbuch. Mhm. Ist auch, sieht man an diesem LernOS-Logo, gibt so diese drei Rechtecke davor, die stehen eben für diese Ebenen, ne, die es im Wissensmanagement klassisch gibt, persönliches, teamorientiertes, organisationales Wissensmanagement. Mhm. Ja, und die Idee war sozusagen ähnlich, wie man jetzt auf Linux guckt. In Linux gibt es so einen Kernel, also so einen Kern. Mhm. Ja, ich sage, wir dokumentieren mal unsere Erkenntnis auf der individuellen, auf der Team- und auf der Organisationsebene in jeweils einem Leitfaden. Und dann gibt es so einzelne Tools und Methoden, die ich oft brauche und dafür gibt es dann die sogenannte LernOS Toolbox, das heißt, da sind dann einzelne Tools und Methoden drin, Podcasting hat sie in unserer Vorkommunikation mal angesprochen oder auch dieses Expert-Debriefing, was wir seit Ende der 90er machen, das sind halt einzelne Instrumente, die du einsetzen kannst, wenn du sie brauchst. Ja, und irgendwann hat Woll seinen Weg da reingefunden in diese Toolbox. Hm? Also wir haben in 2013 war das, den 2012 war unser erstes Benchlearning-Projekt, 2013 haben wir dann so einen MOOC gemacht, so einen Massive Open Online Kurs und haben in dem Jahr so eine Toolbox entwickelt, Tools und Methoden für Management 2.0. Mhm. Ja, und da ist eine Liste rausgekommen mit 75 Instrumenten, glaube ich. Alles mögliche, Hackathon, Design Thinking, Barcamps und so, was natürlich sehr viel ist. Ne? Und da haben wir gesagt, jetzt für die LernOS-Toolbox muss man das so ein bisschen kondensieren. Da gab es dann mal so eine 30er-Version und irgendwann eine 20er-Version. Ne? Und da war eben dann schon so die Zeit, wo Working Out Loud auch hier, also in Deutschland auch aufgekommen ist. Zur amerikanischen Geschichte kann ich auch gleich noch ein bisschen was erzählen. Ja, und da haben wir sozusagen erstmal Working Out Loud einfach als ein Tool in die LernOS Toolbox gepackt, so wie da Barcamps und Hackathons und Podcasting auch drin ist. Genau. Und das Ganze halt unter einer Creative Commons Lizenz, für die, die das nicht kennen, gibt es eigentlich auch schon sehr lang. Creative Commons ist der Versuch, die Erfahrungen, die man mit offenen Software-Lizenzen gemacht hat, also so Apache-Lizenz, GNU Public License, zu übertragen auf Medien. Mhm. Ich glaube, das ging los mit Bildern erstmal, Fotos, dann auch Musikstücke, aber eben auch Texte. Mhm. Und die Problematik, die man da ja hat, ist, dass die ganzen Urheberrechte in den Ländern alle unterschiedlich sind. Mhm. Und Creative Commons versucht sich jetzt als so ein Layer oben drüber zu legen und einen Lizenztext zu machen, der mit den Rechtssystemen der einzelnen Länder abgestimmt ist. Mhm. Wenn man hier in Deutschland zum Beispiel irgendwas veröffentlicht, macht sich über Lizenz gar keine Gedanken, dann ist über unser Urheberrechtsgesetz ist das sozusagen urheberrechtlich geschützt. Mhm. Mal abgesehen von dem, was das Zitatrecht zulässt, darf ich da erstmal nichts weiter mitmachen. Mhm. Creative Commons versucht jetzt eben verschiedene Anwendungsfälle abzudecken. Also es gibt sozusagen die als niedrigste Variante die Creative Commons Attribution License, die wird mit so einem kleinen BY gekennzeichnet, da kann ich die Dinge nehmen.
muss nennen, dass ich sie von dir zum Beispiel habe, muss das Werk benennen, muss die Lizenz benennen, muss den Lizenztext verlinken. Mhm. Also wenn ich eins davon vergesse, ist auch ein Lizenzverstoß. Mhm. Und dann gibt es als weitere Einschränkung Share Alike. Das ist SA-Flag. Das bedeutet, ich kann das, muss dich auch wieder nennen, ich kann die Dinge weiter bearbeiten, muss sie aber unter gleicher Lizenz veröffentlichen. Und dann gibt es eben die Non-Derivative, ND. Das bedeutet, dass ich den Inhalt des Textes nicht verändern darf. Also das würde heißen, wenn ich jetzt ein Bild zum Beispiel habe, ich muss das Bild so nehmen, wie es ist und darf keinen Ausschnitt davon nehmen. Und das ist wahrscheinlich der Fleck, der zu den größten Missverständnissen geführt hat im Creative Commons Bereich. Das ist das sogenannte Non-Commercial Flag, NC. Das ist ein durchgestrichenes Dollarzeichen. Was, wenn man den Lizenztext sich anschaut, bedeutet, dass du den Inhalt nicht zu kommerziellen Zwecken einsetzen darfst, was man erstmal interpretieren könnte, als du darfst kein Geld mitverdienen. Aber kommerziell bedeutet eben auch, wenn ich jetzt beispielsweise eine Firma bin und habe ein Intranet und verwende dort ein Bild, dann ist mein Einsatzzweck kommerziell. Ich verdiene mit dem Bild kein Geld, weil es einfach nur in meinem Intranet steht. Aber ich verwende es in einem kommerziellen Kontext und das darf ich nicht. Und das ist so ein bisschen vielleicht die Wurzel dieser Diskussionen, die es oft im Netz gab, wo man so schwarz-weiß malt, kostenlos oder nicht. Ja. Oder geschützt oder nicht. Und ich glaube, da muss man ein bisschen tiefer rein, um das sozusagen mal auseinander zu hädern. Und dann sind wir, glaube ich, schon wieder genau bei dem Punkt, wie strategisch ist so ein kommerzielles Modell wie Working Out Loud in Unternehmen geplant, nämlich das ist eben organisch gewachsen und ich weiß, dass der John Stepper sich in Hamburg eine Urheberrechtsanwältin genommen hat, die ihn unterstützt hat, dieses Lizenzmodell so aufzusetzen, wie er sich das gewünscht hat, denn sein Wunsch und seine Absicht war, dass das Material, so wie wir es kennen, diese Ursprungsversion der Circle Guides, dass das nach wie vor der Community für pro bono zur Verfügung steht, dass aber gleichzeitig er sich vorbehalten möchte, Änderungen zu machen. Ich glaube, das ist sein gutes Recht und das ist sein Anspruch, dass er sagt, ich habe mir da ein paar Geschichten ausgedacht, ich habe mir sehr genau überlegt, was ich in diese Guides reinbringe. Ich ändere sie ja auch ab, ich passe sie an. Ab und zu kommen auch Gedanken und Ideen aus seinem Umfeld, wo Leute sagen, Mensch, die eine Übung, die ist aber echt kantig, kann man die nicht ersetzen oder ändern? Da lässt er auch sozusagen, da freut er sich, glaube ich, auch über Impulse aus dem Umfeld der Anwender, aber er möchte sich das Recht vorbehalten, diese Guides zu ändern. Und in diesem Zuge, wenn Unternehmen sagen, das macht für uns eigentlich mehr Sinn, wenn in den Guides eben unsere Enterprise Social Networks genannt werden oder unsere internen Tools oder wir haben hier eine spezielle Zielgruppe, wir würden ganz gern Working Out Loud für Gewerbliche machen. Wir haben so ein Projekt, wo Working Out Loud gerade adaptiert wird für sogenannte Blue Collars, aber Blue Collars in dem Sinne sind Menschen in Pflegeberufen. Da kam eben auch der Ruf aus der Community, können wir da was bauen? Und diese Derivate zu bauen, das möchte er sich vorbehalten. Was ich glaube, sein gutes Recht ist, man kann Open Source machen und sagen, wir sind hier eine Community, die so ein Thema mitgestaltet. Das ist ein Ansatz, aber ich höre immer so ein ganz klein bisschen raus in den Diskussionen, das ist so einen kleinen moralischen Flavor, dass er das nicht zulässt, dass er sagt, nö, das ist eben nicht Open Source, ich möchte eigentlich gerne die Hoheit über diese Inhalte behalten und dann eben auch die Fähigkeit und Freiheit haben, Unternehmen zu unterstützen bei der individuellen Anpassung, wenn die das wollen und brauchen. Mhm. Ja, und da ist diese Verwirrung gegeben, hat er jetzt, soweit ich verstanden habe, sein Lizenzmodell auch auf Copyright geändert, so dass erstmal ganz klar ist, er hat die Hoheit, das zu ändern und sonst keiner. Da gibt es jetzt gar kein Zweifel mehr daran, aber er stellt nach wie vor über seine AGB sicher, dass Menschen natürlich nach wie vor die Guides in ihrer Ursprungsform und im Übrigen auch Unternehmen die Guides in ihrer Ursprungsform auch nutzen dürfen. Was nicht passieren darf, und da hat er sich einfach das Namensrecht an den Begriff Working Out Loud gesichert und das hat, glaube ich, auch sehr zum Unmut in dieser Ursprungscommunity beigetragen. Er hat sich das Namensrecht gesichert eben für diese drei Bereiche Workshop, Training und wie auch immer Organisation. Das sind diese Nizza-Klassen, ne? Für Markeneintragung. Ja. Genau, da hat er eben gesagt, das ist halt jetzt mein Brand. Ehrlich gesagt, da gibt's so einen Maler, der heißt Rupert Geiger. Kennst du den? Nee.
der hat halt, der ist dafür bekannt, dass er halt einfach große monochrome Farbflächen malt. Und kann mich erinnern, der hat, glaube ich, in der Siemens-Kantine mal irgendwie eine Wand rosa gemalt. Und da gab es ein Interview, wo auch irgendwie mehr oder weniger gefragt wurde, als ehrlich gesagt, ich möchte mal verstehen, warum es dafür irgendwie, nenne irgendeine verrückte Zahl, 3 Millionen Mark damals gibt, dafür, dass du eine Wand rosa gemalt hast. Das könnte doch jeder. Und der Rupert Geiger hat dann geantwortet, ja, aber ich habe es gemacht. Ne? Mhm. Und in dem Moment, wo er es gemacht hat, ist es halt eigentlich verbrannt. Also da brauchst du jetzt keine Wand mehr pink anmalen, weil das ist gegessen, das ist halt Rupert Geiger. Und manchmal denke ich bei dieser Diskussion, ja, da hat sich jetzt jemand eigentlich diesen wirklich schönen, klangvollen Claim irgendwie unter den Nagel gerissen, muss ich manchmal so ein bisschen an Rupert Geiger denken. Ja, hätte jeder machen können, er hat es halt gemacht. Und damit ist dieser Begriff, und ehrlich gesagt, das ist, glaube ich, auch ein bisschen, das ist dann schon, glaube ich, typisches amerikanisches Marketing. Ehrlich gesagt, vielleicht hätte ich das auch gemacht. Ich finde das sehr clever. Es ist interessant, dass das deutsche Markenamt diesen Claim geschützt hat, weil es eigentlich einen Commodity-Claim oder einen Commodity-Ausdruck aus der amerikanischen Sprache ist. Aber nichtsdestotrotz, er hat es gemacht und die Marke gehört ihm und er hat alle Rechte daran, dafür zu sorgen, dass andere diese Marke nicht verwenden. Er muss diese Rechte sogar in Anspruch nehmen, denn er verliert den Markenschutz, wenn er nicht nachweisen kann, dass er dafür sorgt, dass diese Marke in der Weise geschützt ist, wie er sie geschützt hat. Das ist jetzt erstmal so die Situation. Da ist überhaupt nichts Anrüchiges dran sozusagen. Genau. Jeder, der ein Buch schreibt und dort irgendwie einen Titel drauf packt, der eigenständig ist und darum irgendwie Workshop-Konzepte oder irgendwas macht, wird sich das schützen lassen. Tatsächlich zum Beispiel mit dieser Konstruktion bei Working Out Loud tun wir ja beides. Wir sharen einerseits, aber wir schränken, oder sagen wir mal, der Autor schränkt dieses Sharen einfach auf, limitiert es auf den Teil, der eigentlich der Gesellschaft nützt, ja? Und der Teil, der vielleicht ihm nützt als Lebensgrundlage, den versucht er zu schützen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter und valider Kompromiss, den er da versucht zu finden. Und versucht zu finden heißt eben, das ist eine Suchbewegung, weil wir eben relativ wenig Erfahrung haben, als Unternehmen, als Individuen damit richtig umzugehen. Deswegen hatte ich diese Beispiele ja auch angeführt, dass man plötzlich bei sich auch merkt, so, was fühlt sich denn jetzt eigentlich noch gut an? Im Bereich Scheren. Und vielleicht können wir dann nochmal einfach, weil wir hatten ja gesagt, wir wollen mal nochmal ganz gerne über diese Missverständnisse sprechen, die in der Community unterwegs sind. Und wir haben uns hier angeschaut, die Folien von dem Karl-Heinz Pape. Der Karl-Heinz Pape ist ja auch Learning-Expert. Ich glaube, er ist auch ein früherer Siemens-Kollege aus dem Umfeld Learning Development. Und der Karl-Heinz hat eine recht starke Position und viele Follower, weil er den Corporate Learning Community steuert. Genau. Das heißt, da hat er eine relativ große Sichtbarkeit. Und ich habe ihn auch kennengelernt als Moderator bei der Quadriga, auch für Learning and Development Experten. Und offenkundig habe ich verstanden, dass er auch in Unternehmen unterwegs ist und da eben auch vorstellt, wie Corporate Learning funktioniert. Und in dem Zuge hat er eine Präsentation offenkundig dabei, die dann eben auch Verbreitung findet und die Informationen dieser Präsentation dann entsprechend. Und du hast mir diese Präsentation in 2 Versionen geschickt, einmal in der Version März 2019. Da ist er unterwegs mit einem Set von Informationen, Abgleich Woll und Lernos. Und dann hat er die ein ganz klein bisschen abgedatet im Oktober 2019. Und da würde ich jetzt ganz gerne drauf eingehen. Also ich fange mal mit der Ursprungsversion an. Genau. Die heißt Working Out Laut kann man nicht verordnen oder ausrollen. Das gilt übrigens für alle Social Learning Programme. Würde ich unterschreiben. Soziales Lernen, und das lernen wir ja bei der Frau Hart, ist immer schon ein Thema gewesen, was auf Freiwilligkeit basiert. Und, so wie Harald Schirmers schöne Folie, ihre Kultur wird jetzt installiert, so, mit dem, genau, Installationsbalken. Genau, bitte. Wünschen sich alle, geht aber nicht. Ganz genau. Also da sind wir uns einig, und das gilt übrigens auch nicht nur für soziales Lernen, sondern für Lernen überhaupt. Du kannst Menschen 100-mal auf ein Seminar schicken und sie haben nichts gelernt, wenn sie es nicht selber wollen. Der zweite Punkt heißt hier, alle Woll-Initiativen gingen bisher von Mitarbeitern aus. Ich sage, die Folie stammt vom März 2019. Da stimmte das schon längst nicht mehr. Ich habe hier mitgebracht eine
Broschüre von der Deutschen Bahn. Bei der Deutschen Bahn wurde generalstabsmäßig Working Out Loud in einem Workshop für Führungskräfte erstmals vorgestellt im vergangenen Jahr. Dann das gleiche Format nochmal, einmal in Berlin, einmal in Frankfurt. Dann wurde ein Team ins Leben gerufen und dieses Team, diese World Task Force heißt es bei der Bahn, die ist also eifrig und emsig dabei, Working Out Loud bei der Deutschen Bahn zu ermöglichen. Vergleichbares können wir eigentlich erzählen von der Deutschen Messe, die schon sehr, sehr früh angefangen haben, nämlich im Sommer 2017. Da gab es eine Digital Breakfast, wo wir wohl auch einfach sozusagen vom Digital Office aus vorgestellt haben und danach auf die Beine gestellt haben, mit Hilfe, mit Unterstützung selbstverständlich vom Management. Dann haben wir Gleiches zum Beispiel bei der Uni Kredit, wo wir Working Out Loud als so seitens der Akademie einführen. Dann haben wir das Gleiche bei der Swiss Life in Zürich gehabt, wo auch seitens der Akademie Working Out Loud installiert wurde. Ich könnte jetzt wahrscheinlich, wenn ich ein bisschen drüber nachdenke, noch 10 andere Unternehmen finden, wo seitens der L&D-Experten, seitens der Akademien, seitens teilweise der Führungskräfte Working Out Loud entdeckt wird und dann jemand sagt, cool, das finde ich klasse, das machen wir bei uns. Also diesen Satz, den kann man schon mal. Also wahrscheinlich würdest du unterschreiben, wenn man alle durch viele oder die meisten ersetzt? Das spielt doch gar keine Rolle. Ich finde, das ist uninteressant, aber es wird dann interessant, wenn man den nächsten Satz liest. Alle Wollinitiativ gingen bisher von Mitarbeitern aus. Unternehmen können nur ablehnen, dulden oder unterstützen. Verstehe ich gar nicht, warum das überhaupt so wichtig ist. Finde ich aber, klingt irgendwie kritisch, klingt irgendwie problematisch. Müssten wir ihn auch fragen. Also ich hatte dir ja schon gesagt, ich kannte jetzt die Folien auch nicht. Und jetzt kommt ein Satz, der mich unheimlich ärgert, weil ich habe dir, und wir können jetzt nicht alle namentlich nennen, da haben wir uns vorher drauf verständigt, aber ich habe dir namentlich vorher Leute und Unternehmen genannt, wo diese Irritation aufkam, wo ich im letzten Endes im Konflikt war, diese Irritation aufzulösen, weil eben jemand wie der Karl-Heinz, der echt eine zentrale Funktion in unserer Learning Community hat, der schreibt jetzt, inzwischen hat John Stepper wohl Lizenzgebühren eingeführt und jetzt kommt's, die kostenlose und mehr auf Business zugeschnittene Alternative heißt Lernos. Und da würde ich gerne mit dir, Simon, nachdem wir jetzt die beiden Folien dann durch haben, nochmal drüber sprechen wollen. Also erstens mal sagt er damit natürlich implizit, Woll kostet was, Lernos kostet nichts. Und dann ist Lernos auch noch mehr aufs Business zugeschnitten. Das würde ich ganz gerne mit dir nochmal auf den Prüfstand stellen. Und er schreibt final, Lernos ist geeignet für Einzelne, für Teams und für ganze Organisationen. Also das klingt schon sehr nach Fanpost. Und jetzt hat er, glaube ich, aus gegebenem Anlass, weil die Diskussion, weil mein Blogpost kam, die Folie ein bisschen angepasst und zwar an einem Punkt. Aber, ne, da kommt jetzt Woll, Besonderheit, also Woll kann man nicht verordnen, Woll ging von Mitarbeitern aus, ist immer noch falsch und noch falscher jetzt im Oktober. Und jetzt kommt, aber Woll Circle Guides for free, for your non-commercial use only, sehr elegant, neu, Doppelpunkt, kostenlose und mehr aufs Business zugeschnittene Alternative ist Lernos. Und das ist das, was tatsächlich in der Community zu einem ganz großen Konflikt führt, weil unsere User, die wollen nicht vor irgendeinen Karren gespannt werden und wir beide wollen es eigentlich auch nicht. Und hier verstehe ich überhaupt nicht, warum hier, ich finde persönlich sehr demagogisch, eigentlich ganz transparent auf einer Folie in Firmen oder in so einem Co-Learn-Konferenz einfach sowas auf einer Folie steht. Ich glaube, der Karl-Heinz weiß es eigentlich besser und ich kann es mir nicht erklären, warum sowas kommt. Also wir beide wissen jetzt, sowohl Lernos als auch Woll können Menschen in Unternehmen oder außerhalb von Unternehmen kostenlos nutzen. Das wissen wir. Ja. Wenn jemand wahrscheinlich von Lernos kommt, also wenn ein Karl-Heinz oder wenn du ein Unternehmen unterstützen, Lernos einzuführen, dann fallen Tagessätze an, nehme ich mal an. So. Und genauso ist es mit Woll auch. Genau das macht der Woll-Coach auch, unterstützt Unternehmen bei der Sommerverankerung von so einem Programm. Und deine Zeit kostet Geld, unsere Zeit kostet Geld, John Steppers Zeit übrigens kostet auch Geld. Also insofern, da fallen Kosten an. Deswegen kann ich nicht sagen, kostenlos kannst du Lernos machen.
in dem, ja, genau. Ne? Naja, das so. Ist halt sehr das undifferenziert Capes, sozusagen, die das Aussage. Das ist Capes, ne? Richtig. Jetzt könnte ich mir vorstellen, und genau das Gleiche passiert ja mit Woll, mit diesen Lizenzgebühren für Unternehmen. Lizenzgebühren für Unternehmen fallen dann an, wenn wir die Woll Circle Guides anpassen durch John Stepper. Ich könnte mir vorstellen, wenn ein Kunde also sagt, lieber Simon, ich möchte gerne Lernos anpassen lassen auf mein Unternehmen, das soll jetzt anstelle von LinkedIn bitte irgendwie DB Planet oder was stehen, und außerdem hätte ich gern noch diese Übung drin und vielleicht mehr einen Fokus auf irgendeine Zielgruppe oder Onboarding, dann setzt du dich hin und baust eine Didaktik für einen Kunden, und auch das würde Geld kosten, weil das deine Zeit ist, ne? Und genau in diesem Sinne kostet eine Firmenlizenz von Woll auch Geld für Unternehmen. Also ich sehe an der Stelle keinen Unterschied. Besonders irritiert bin ich aber bei der Aussage, dass Lernos mehr auf Business zugeschnitten ist. Und das würde ich vielleicht gerne, weil da bist du halt der Mann, der den Hut auf hat, gern von dir verstanden wissen. Ich glaube, ich muss mal kurz erzählen, was die große Vision hinter Lernos ist. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben damit 2016 angefangen. Und mir war damals schon klar, wenn man die Erfahrungen aus 15 Jahren irgendwie zusammenfassen will, dann dauert das eine Weile. Das heißt, wir haben bei uns ein Projekt aufgesetzt, was 2x3 Jahre läuft. Also es läuft von Dezember 2016 jetzt bis 2019, bis wir nach deutschem Recht volljährig sind, und dann bis 2022, bis wir nach amerikanischem Recht volljährig sind. Ja. Da ist die Party dann auch mit hartem Alkohol und Papiertüte. Und das einfach deswegen, weil wir gesagt haben, wir wollen in den ersten 3 Jahren mal so die Grundstrukturen rausschälen. Ne, also woraus besteht es? Schon auch erste Inhalte erstellen, aber eigentlich sind die 2. 3 Jahre sozusagen die dann in die Inhaltsproduktion gehen. Wie ich gesagt hatte, in diesem LernOS Core, also der Kern bestehend aus den 3 Leitfäden für Individuen, Teams und Organisationen, und dann der Toolbox, wo es ja auch einige Leitfäden aus der Toolbox schon gibt, aber in Zukunft eben sehr viel mehr geben wird. Ich denke, wenn Karl-Heinz sowas schreibt, meint er damit die Perspektive, die hinter dem Leitfaden LernOS für Organisationen steckt, wo im Prinzip ein Kernelement von Kotta das Dual Operating System ist, also die Parallelität von formaler, informeller Organisation, das ganze Thema Exploration, Exploitation, also sprich Ambidextrie, die Guiding Coalition oder Guide-Netzwerke als Multiplikatoren-Netzwerk, um das aufzubauen, ne, aber auch auf der Ebene Taktung nach OKRs, also sozusagen ich überlege mir, was brauche ich für Elemente, brauche ich ein Enterprise Social Network, muss ich Community Management einführen, muss ich Blogging tragen. Das ist sozusagen das, wenn man jetzt rein diesen LernOS für Individuen oder LernOS für dich Leitfaden anschaut, das ist ja die individuelle Ebene, na, der ja von der Geschichte so ist, dass wir, als wir die ersten persönlichen Wissensmanagement-Trainings gemacht haben, da war so das Verbreitetste, was da war, Getting Things Done von David Allen. Also die haben eigentlich immer darauf aufgebaut. Ähnlich wie bei Scrum kümmert sich Getting Things Done um den Lernaspekt gar nicht. Also wir haben so Sachen wie, was sind meine Erfahrungen zu einzelnen Aufgaben und so weiter, dass ich die mal dokumentieren muss, eben mit dazugenommen. Ne? Und so ist eben der LernOS für dich Leitfaden quasi ein Zusammenbau aus Scrum, was mir die Taktung vorgibt. Also sozusagen vierteljährlich mir ein Planning, eine Retro zu machen, Lernziele zu stecken. Die Lernziele stecke ich mir nach OKR. Ne? Also ich versuche sozusagen mir sehr anspruchsvolle Ziele zu stecken und die dann auch messbar zu machen. Getting Things Done habe ich drin, um mir meine Tagesaufgaben sozusagen zu koordinieren, und Working Out Loud, um nicht jedes Rad neu erfinden zu müssen, sondern eben offen aufs Netzwerk zuzugreifen. Und dann, glaube ich, haben wir eigentlich 3 Dinge im Raum. Das eine ist Working Out Loud. Das zweite ist Lernos für das Individuum. Und das dritte ist Lernos für die Organisation, was ein ganz anderer Schnack ist. Und eigentlich stellen wir einander gegenüber das Lernos fürs Individuum und das Working Out Loud. Und zu deinem Anmerkung 31 Übungen oder nicht, bin ich eigentlich absolut bei dir. Das ist erstmal ein dicker Happen. Allerdings, ich sag mal, der allergrößte Teil dieser Übungen baut sehr, sehr logisch aufeinander auf. Und das ist so ein bisschen das, was mir an dem Lernos auch manchmal so ein ganz klein bisschen fehlt, ist wirklich diese didaktische Denkweise. Erstmal vom zeitlichen Umfang her, wie viel Zeit und wie viel Ressourcen brauche ich eigentlich, um so ein soziales Lernprogramm im Unternehmen überhaupt leben zu können. Und da ist das für mich schon ein ziemlich dickes Brett mit dem Lernos auch für Individuen. Ich finde es ganz interessant, die Monika Schlatter, die ja auch Didaktikerin ist an einer, ich glaube in Zürich, an der Uni,
hat ja auch mal gesagt, Mensch, das ist dann schon ganz schön steiler Einstieg mit dem Canvas und mit den OKRs. Sie hat in ihrem Blogpost auch geschrieben, ich war dann eigentlich die ganze Zeit mit meinen Mitstreitern damit beschäftigt, denen zu erklären, was da eigentlich jetzt kommen würde, um zu erklären, warum jetzt diese nächste Übung kommt, weil die 11 sind zumindest für einen Starter definitiv zu wenig, um diesen didaktischen Faden nachzuvollziehen. Mhm. Und ich habe da tatsächlich einen anderen didaktischen Anspruch dran, wenn ich mir meine Zielgruppe anschaue. Meine Zielgruppe ist in Unternehmen, und das gilt, glaube ich, für den allergrößten Teil in der traditionellen Unternehmenskultur, sind halt meistens Menschen, die nicht unbedingt sozial, virtuell, wie auch immer sozialisiert sind, die vor allen Dingen nicht in Selbstführung und in Selbststeuerung und in Selbstorganisation trainiert sind. Und mit Working Out Loud trainieren wir genau diese drei Dinge und reduzieren aber die Didaktik auf das, worum es bei Vernetzungskompetenz geht. Und dann kümmern die sich sozusagen tatsächlich um diese anderen Learnings, und damit haben sie hinreichend zu tun. Also schon diese Stunde, sich irgendwie aus den Rippen zu schneiden, das zu schaffen, ne? Getting things done, das zu schaffen, gegen die Deadlines im Kalender eigentlich sich auszuklinken, das ist also schon das erste dicke Brett, was die erleben müssen. Dann Selbstführung, sich diese Zeit zu nehmen. Dann sind wir bei dem Cal Newport Deep Work. Wie schaffe ich das eigentlich, mir die Zeiten zu nehmen, diese Übungen zu machen? Und deswegen, ich finde, und ich glaube, das ist auch der Erfolg von Working Out Loud, diese Reduktion eigentlich auf dieses Herzstück Vernetzungskompetenz, die hilft Menschen tatsächlich diese anderen Metakompetenzen, ich sage immer Selbstorganisation, Selbstführung, Selbststeuerung ist ganz, ganz wichtig eigentlich, wenn wir irgendwann lernende Organisation sein wollen, wenn wir irgendwann agile Organisation sein wollen, wenn wir irgendwann selbstorganisiert entscheiden wollen auf Augenhöhe in den Teams. Und da, glaube ich, ist man ausreichend beschäftigt, und deswegen habe ich immer so ein Klemmer beim Lernos gehabt mit dieser Anreicherung von dem Canvas und dem und den OKRs. Und da schreibt die Monika interessanterweise ja auch, Mensch, also bis ich mir irgendwie in der Tiefe verstanden habe, was die OKRs wollen und sollen und können, da habe ich mir dann einfach mal so ein bisschen relativ easy ein paar Ziele ausgedacht. Und sie ist tatsächlich auch nicht die Einzige, die sagt, das ist echt ein steiler Einstieg. Deswegen da nochmal Zielgruppe und Zielsetzung, vielleicht jetzt so ein bisschen auch mit Blick auf die Zeit. Wo würdest du da Lernos verorten fürs Individuum? Naja, ausgehend von dem, was ich vorhin erzählt habe, von der Historie, eigentlich bei Leuten, die sich selbst als Wissensarbeiter oder Wissensarbeiterin begreifen. Und vielleicht kann man auch sagen, wenn man jetzt so Reifegradmodell dahinter legen will, schon auf einem bisschen fortgeschrittenerem Reifegrad. Mhm. Also wenn ich mal in der Historie zurückgucke, diese Ursuppe, wo der Begriff herkam, da gab es ja von, gesagt, 2006 da diesen ersten Post, der das mit dem Open Blog, also eigentlich aus einer Blogging, ne, Web 2.0 ist 2.4 gestartet, dann kam das ganze Thema Blogging auf, der Aspekt der Wissensarbeit, die als großen Nachteil hat, in dem Moment, wo sie digital wird, wird sie unsichtbar. Ja. Ne? Das ist so die große Argumentationslinie. Jim McGee hat da einen schönen Blog geschrieben, können wir alle in der Shownotes verlinken. Ne? Die wird unsichtbar, und damit muss ich eben genau das, was die Barbara in dem 2.5er Podcast über Working Out Loud gesagt hat, ich muss nicht jedes Rad neu erfinden, wenn ich weiß, wer das schon mal gemacht hat. Mhm. Ne? Und so Instrumente wie Blogging, Podcasting, Videoblogs führen dazu, die Arbeit wieder sichtbar zu machen, indem ich offene Repositories habe, indem ich auch über, wie bin ich dazu gekommen, erzähle, das sichtbar zu machen. Aber das setzt natürlich voraus, dass ich da so ein bisschen auch schon durch bin, dass ich vielleicht meinen eigenen Blog habe, dass meine Organisation mir schon einen Blog angeboten hat. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt sozusagen 2019 herangeführt werde, mir einen Twitter-Account anzulegen, dann bin ich da vielleicht noch nicht. Und da würde ich sagen, bloggst du auch an LernOS ab. Weil du da vielleicht diese ganze, soll man sagen, in Anführungszeichen, Selbstorganisation, Selbstoptimierungswelle von Wissensarbeitern, Lean auf Individuen anzuwenden, Agile auf Individuen anzuwenden, Scrum, Solo Scrum, da eigentlich schon irgendwie drinstecken musst. Ja, und weißt du, Simon, saying this vermittelt mir dann, während ich dir zuhöre, natürlich auch schon, ich sehe halt schon das Zeitkonto, ne? Für den ganz Durchschnittsmitarbeiter, auch Wissensmitarbeiter in einer traditionellen Organisation, wenn der dann bloggt, wenn der dann auch noch den Podcast hört, wenn der dann auch noch den Podcast selber produziert, dann ist der eigentlich mal mit Vermittlung von Wissen und Aufnehmen von Wissen und Verarbeitung alleine dafür eigentlich, ich sage jetzt mal, also mir klingt das wie 5 Stunden
in der Woche beschäftigt. Und das ist nur eine Vernetzungskompetenz, und Wissen teilen ist nur eines von 10 möglichen Kompetenzen, die wir Mitarbeitern in dieser komplexen Arbeitswelt mitgeben müssen. Und das ist für mich schon echt ein dickes Brett, wo es, glaube ich, für Organisationen echt schwer wird, eine Überzeugung zu kriegen und zu sagen, wir haben hier ein riesiges Angebot an Themen, und mach das mal nebenbei. Also das, glaube ich, Transformation, haben wir vorhin auch schon mal gesagt, heißt ja im Prinzip, wir sind unterwegs aus einer traditionellen Unternehmenskultur. Und ich glaube, es wird noch sehr lange dauern in den meisten Unternehmen, zumindest hierzulande, traditionellen Unternehmen, dass ein Führungskraft sagt, ja, Learning Friday, klar, da kann ich mich solcher Thematik zuwenden. Da könnt ihr dann letzten Endes in so einem Umfang auch euch mit solchen Programmen beschäftigen. Und da ist halt Working Out Loud, deswegen sagen wir das auch immer, niederschwellig. Es ist für jeden kriegbar. Du hast jetzt auch nochmal gesagt, weißt du, ich stell mir vor, wir haben ja auch bei der Siemens die Kollegen in der Fertigung uns mal ans Herz genommen. Das hat die Kata, glaube ich, auch bei ihren Leuten bei Bosch gemacht. Wir haben das Thema bei der Bahn im Augenblick mit den gewerblichen Mitarbeitern. Puh, da weiß ich eben nicht, ob so ein Lernos jemals hinfinden kann. Dazu kann ich auch überhaupt nichts sagen, weil ich da selber nie unterwegs war, so wie auch ein, weiß ich nicht, im gewerblichen Bereich hast du ja auch wenig Scrum und wenig Design Thinking und wenig Barcamps, was nicht heißt, dass es nicht sinnvoll wäre, das da auch zu machen. Ja, aber ja, Selbstorganisation. Klar. Aber vielleicht bei der Frage nochmal kurz zu bleiben, wo, in welchen Unternehmen seid ihr denn mit Lernos organisational? Also da, so eine Aussage, das ist aufs Business zugeschnitten, die kann man ja eigentlich nur treffen, wenn man auch oder hier ist für Teams und Organisationen, kann man ja nur treffen, wenn man Erfahrungen auch in Organisationen gesammelt hat. Genau, also ich habe dir vorhin die Entwicklungsgeschichte erzählt. Also alles, was wir da in den LernOS-Guides verwenden, stammt halt aus den letzten mittlerweile 18 Jahren Unternehmensgeschichte. Und wenn man sich den LernOS Barcamp Guide zum Beispiel anschaut, dann geht der halt zurück auf unsere Erfahrungen mit unserem Knowledge Jam, den es seit 2005 gibt, mit dem Nürnberger Barcamp, was es seit 2006 gibt, mit dem ersten Audi Barcamp, was es 2015 gibt. Da seid ihr natürlich auch immer in der Filterblase derer, die ganz vorne auf der Stuhlkante sitzen und als Wissensarbeiter und Learning Experts wissen wollen. Ja. Ich würde jetzt gerne mal nochmal verstehen, in welcher traditionellen Unternehmenskultur habt ihr Erfahrungen mit Lernos für Business gemacht? Dass ihr sagt, wir kamen dann mit dem gesamten Koffer von Möglichkeiten, das vorhin gesagt, 70 Tools, und da haben wir tatsächlich für bestimmte Zielgruppen in der Organisation Dinge angeboten oder implementiert. Ja, unter dem Label LernOS noch gar nicht, weil es ist ja erst im Entstehen. Also das Portfolio wird es halt, wie gesagt, Ende 2022 sozusagen umfänglich geben. Nur wir haben schon Anfragen, wo Leute, wenn sie sagen, wir wollen jetzt ein Barcamp mit euch machen, drüber sprechen, Mensch, da ist doch dieser Barcamp-Guide in der Werde. Oder wenn wir machen viel so Podcast-Dojos, wo man Leuten das Podcasting beibringt. Das passiert natürlich auch jetzt schon auf dem Podcasting-Guide. Ja. Ne? Aber da kommt jetzt sozusagen nicht eine Organisation her und sagt, wir wollen uns aus dem Top-Down oder Middle-Up-Down oder wie auch immer mit dem LernOS-Methodenset transformieren. Ne? Mhm. Dazu ist es zu früh. Okay. Wir haben ja jetzt im Wesentlichen auf diese Fragestellung auch nochmal fokussiert, was kursieren da vielleicht für missverständliche und widersprüchliche Themen zu beiden Lernprogrammen. Und ich glaube, da haben wir jetzt einen ganz guten Dreh auch dran und einen ganz guten Blick drauf und ein paar Sachen auch zurechtgerückt. Wir haben aber aus unserer Community nochmal eine ganze Reihe von Fragen, die wir eigentlich inhaltlich beantworten wollten und sollten. Ich sag mal, der Michael Munke, die Katja Seibert-Bolz, der Helmut Hönsch, ich nenne die jetzt einfach auch mal alle, die Daniela Keusen und natürlich die Kater, alle hatten ihm auf Twitter auch die Fragen gestellt. Wir haben die hier auch zusammengefasst und ich glaube, wir täten gut daran, in diese Fragen auch nochmal in einer gewissen Tiefe reinzugehen und dann sozusagen das Thema organisationaler Setup und Lizenzthematik abzuschließen und dann zu sagen, wir nehmen uns nochmal Zeit und gehen auch nochmal in diese didaktischen Themen rein, weil da
prallen vielleicht auch so ein bisschen die Philosophien bei uns aufeinander. Man sagt, gehen wir niederschwellig ran oder gehen wir mit einem umfassenden Konzept und System ran. Und da wäre es sicher auch nochmal spannend für unsere Zuhörer, mal gemeinsam nochmal drauf zu schauen, was denn aus unserer Sicht so Sinn macht und aus unserer Philosophie. Ja, und auch vielleicht verstanden als sozusagen nicht der eine sieht es so als Zielbild, der andere so. Ich muss sagen, für uns ist das auch eine große Lernreise. Mhm. Also überhaupt diese ganze systemische Sicht auf Organisationen, das ist ja schon ganz schwer zu vermitteln, Leute zu finden, mit denen man darüber sprechen kann. Mhm. Man kommt dann oft in so ganz pauschale Themen, ich sag mal so ganz drastisch Kapitalismuskritik. Wir müssen irgendwie unser aktuelles Wirtschaftssystem überkommen, weil uns das keinen Freiraum gibt und uns kaputt macht. Da ist man eigentlich bei so dem Kern der New Work-Bewegung. Ne? Also ich fahre irgendwie meine Erwerbstätigkeit auf ein Drittel zurück und suche mir quasi meine sinnstiftende Arbeit in privaten Bereichen. Mhm. Ja, und das sind ja alles Fragen, die, weiß ich nicht, da kann wahrscheinlich nicht keiner seriös sagen, er hat darauf schon eine Antwort, sondern das ist die Reise eben in, wie auch immer man das nennt, New Work Welt, 21. Jahrhundert, Wissensgesellschaft, digital vernetzte Gesellschaft, und da muss man sich einfach als ein Teil der Lerngruppe irgendwie verstehen, und je besser die einzelnen Lerngruppen miteinander arbeiten, desto schneller und reibungsfreier werden wir das schaffen. Und je mehr man sowas hat wie Lagerbildung, wo irgendwie bewusst an, wir sind jetzt aber die judäische Volksfront und wir sind die Volksfront in Judäa irgendwie gearbeitet wird, desto mehr hält einen das eigentlich auf und bringt einen nicht voran. Das stimmt. Und ich glaube, genau deswegen tun wir gut daran, Zielsetzung und Zielgruppe der beiden doch sehr unterschiedlichen Philosophien einfach mal vorzustellen, gegeneinander zu stellen und damit vielleicht auch nochmal ein bisschen inhaltliche Klarheit zu schaffen. Ja, war spannend, oder? Ja, absolut. Dann würde ich sagen, beenden wir den Teil 1 und freuen uns vielleicht auf einen Teil 2. Wunderbar. Vielen lieben Dank für das schöne Gespräch und bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.